Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Super Mario 64. Im letzten Part haben wir Bowser bezwungen und das Projekt eigentlich soweit schon abgeschlossen. Naja gut, das war nur ein Spaß. Wir haben einen Schlüssel erhalten, mit dem wir in den Keller des Schlosses kommen, um quasi weitere Sterne zu sammeln und dem endgültlichen, das ist ein schönes Wort, um dem, naja, endgültlichen, das klingt auch falsch, ne? Ja, um dem Bowser nochmal gegenzutreten und eben dann Prinzessin Peach wirklich zu retten. Aber gut, wir sammeln noch weiter Sterne. Jetzt können wir in Bob-Oms Bombenberg auch, soweit ich weiß, den Kurs komplettieren, denn wir haben den roten Schalterpalast ausgelöst und damit haben wir jetzt eine Flügelmütze, eine Fliegerkappe, wie ich gerne sage, freigeschaltet, mit der wir halt mit einem Dreisprung losfliegen können. Ich werde sie euch gleich mal demonstrieren, also ich glaube, wir sammeln jetzt mal die roten Münzen zusammen mit den 100 Münzen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so, taktisch unklug. Machen wir einfach mal. So, nice, hier schon mal drei Münzen, Alter, voll krass. So, wo ist die Kiste hin? Genau, die muss ja auch kaputt gehen. Da sollten Münzen drin sein. Also schaffen wir in dem Part vielleicht doch gar nicht so viel. Also im Gegensatz zu dem letzten. Denn Münzen sammeln dauert je nachdem ein bisschen länger. Ist ja auch der Zeitvertreib, den man in Super Mario 64 HD macht. Also dem Unity-Projekt dieses einen Studenten. Denn dort gibt es ja nichts zu tun, außer 100 Münzen zu sammeln, um zum Gold-Mario zu werden. Und quasi unverwundbar zu sein. Naja, ein kleiner Zeitvertreib für manche Leute, aber an sich ist es jetzt nichts Großes. Ich denke mal, die 100 Münzen lassen sich hier aber trotzdem ganz schön schnell finden, denn, ne, an sich, wir haben schon 15. Ah, die Kamera lässt sich nicht weiter drehen. Wollen wir mal hier ein paar Goombas. Ich glaube, das wäre ganz ratsam, auch wenn man den ein oder anderen Gegner zu besiegen, wobei man hier relativ gut an Münzen kommt, meine ich doch, zu wissen. Also, das ist sowieso noch der erste Kurs, ist alles relativ simpel, wird noch alles ein bisschen anspruchsvoller im Spiel. Nicht jetzt so krass, würde ich sagen, aber auf jeden Fall etwas. So, gib mir mal die Cooper Shell, die 5 Münzen. Ach, die hole ich mir, wenn ich hier in die Wand gefahren bin. Denn dann habe ich wieder ein bisschen Kontrolle über mein Leben. Ja, dann bin ich nicht so schnell, dass ich nicht lenken kann. Ich bin damit gestern über ein Kind gefahren. Nein, das ist nicht lustig. Das ist absolut nicht lustig. Ich wollte eigentlich sagen, über so eine Oma oder sowas. Das wäre natürlich auch nicht direkt lustig, aber lustiger, als wenn man über Kinder fährt, weil ich finde es immer traurig, wenn wirklich Kinder oder sowas überfahren werden. Man hört davon, zum Beispiel auch das, was so jetzt von einem Jahr oder eineinhalb Jahren war, mit, oh, vielleicht auch schon 2 Jahre, mit dem Mann, der ein Kind am Zebrastreifen überfahren hat. Also, es ist immer tragisch und du überlegst, klar, es ist allgemein tragisch, wenn ein Mensch stirbt, aber an sich, wenn ein Kind noch nicht viel von dem Leben hatte, also jetzt vielleicht 7 Jahre alt ist, und es träumt immer vom Erwachsenwerden und dann endet das Leben so drastisch und schnell, dass es selbst nicht weiß, was passiert ist. Also, wie soll man das doch wissen, wenn man tot ist? Aber ich meine halt, ne, es ist einfach, ich mag sowas überhaupt nicht. Ich mag auch nicht drüber reden, muss ich jetzt sagen. So, falsches Thema angeschnitten, nimmt mir das nicht übel. Wie ihr seht, man kann auch über, nee, nicht über, um diese Pfeile herumlaufen, denn so, da ist die kurze technische Pause auch schon wieder vorbei. Ich wollte gesagt haben, man kann diese Pfeile herumlaufen, um Münzen zu erhalten, ja. Also, es kam nicht so ganz durch, denn, ja, ich habe gerade meinen Popschutz einfach mal voll weggehauen. Also, habe mein Mikro fast vom Tisch geschmissen, weil ich gerade mit der Hand da versehentlich vorbeigekommen bin. Weil ich mir eben den Controller kurz hingelegt, weil ich gerufen worden bin, weil Essen fertig sei. Ich wollte halt gerade cutten oder hab gecuttet, dass ich gerufen habe, nein, ich habe keinen Hunger. Ja, das ist irgendwie öfters der Fall, dass ich einfach keinen Hunger habe, dass ich lieber fertig aufnehmen oder sowas und dass ich dann später einfach mal eine Scheibe Brot oder sowas nachträglich esse. Spargel mag ich jetzt sowieso nicht so gerne, also und ich habe einfach voll meinen Popschutz runtergerissen, also eieiei. Warte mal, wieso renne ich um das Gras rum? Man kann sich nämlich hier ein paar Münzen holen, da kriegt man sogar ein Leben. Und wenn man sich in das andere Gras reinstellt, stehen bleibt, dann arbeitet es als Teleporter und hier ist doch noch eine Kanone. Ich habe eine in diesem Kurs vergessen. So, hier, ich glaube, das teleportiert einen. Genau, wohin weiß ich gerade? Achso, hier hinten hin, okay. Also quasi Backtracking, was wir jetzt machen, weil wir hier schon mal waren. Aber ist egal, Mann, na na na, na na na, 65 Münzen, Mann, ist in Ordnung, geht noch ein bisschen mehr. Ach, wenn ich singen könnte, wäre das echt schön. Aber ich versuch's lieber gar nicht. Wobei, es hat noch keinen gestört, keinen umgebracht, also, wow. Sollte in Ordnung sein, worst case. Hier kann man das Tor öffnen, kann man schon mal so als Abkürzung durch. Die 2 Münzen der Bob-Oms nämlich gerne. Jetzt haben wir 69, welche Zahl auch sonst. Wenn nicht 69, welche dann? Muss ja sein. So. Hier muss man sich eigentlich. Ja, jetzt bellen die Hunde. Ich bin kurz still. So, hat sich wieder alles. Meine Oma ist gerade nach Hause gekommen und die Hunde freuen sich ja, wenn ein Familienmitglied nach Hause kommt. Ach ja.
Hier ist noch eine Kanone. Ich habe irgendwie total vergessen, wie viele Kanonen in diesem Kurs existieren. Es sind zwei mehr, als ich dachte. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Also, ne, worst case, ist jetzt egal. Man muss sich hier runterrutschen lassen, um diese rote Münze zu bekommen. Man kann das auch hochkrabbeln, weil ich habe euch ja schon gezeigt, Mario kann einfach mal richtig steile Abhänge auch einfach hochkrabbeln. Das habe ich ja in der Bowser-Schattenwelt gezeigt. Aber es wird ja ein bisschen länger dauern und ich möchte diesen Part ja ein bisschen mehr als einen Stern schaffen. Autsch. Na, nein, bitte. Nice, mehr als einen Stern schaffen wollte ich, genau. Ja, vielleicht auch nicht. Das ist jetzt irgendwie gerade nicht die Frage. Sein oder nicht sein, das ist nicht die Frage. Ja. So, nochmal. Aber jetzt schaffen wir das mal, weil ich möchte hier noch rumlaufen. Hier gibt es noch ein paar Münzen. So, schön immer den Dive hier nach vorne machen, um ein bisschen schneller nach vorne zu kommen. Also voran, nicht nach vorne. Das ist irgendwie eine Wiederholung. Den Dive nach vorne machen, um schneller nach vorne zu kommen. Da hat man so gesehen, wie eine... Au, das war fail. Wie eine wirklich da rauskommt. Ja, das sieht man selten, würde ich mal behaupten. Aber naja, gut, egal. So, das sind, glaube ich, die letzten Münzen, die man auf dem Weg nach oben kriegen kann. Also sind wir bei 77. Wir haben auch... Mann. Wir haben auch nicht jeden Gegner besiegt. Von daher ist es verständlich, dass wir nicht 100 haben. Und da kommt man leider jetzt so nicht hin. Oder? Nein. Also ich weiß, da konnte man einfach hochlaufen im Super Mario 64 HD von diesem Mann. Möchte ich nicht die ganze Zeit drüber gesprochen haben. Ist halt nur so ein kleines Projekt, um zu zeigen, was man mit Unity machen kann. Nintendo ist da nicht so gut drauf reagiert, wie manch einer hätte denken können. Weil, ne, ist ja ihr Gedöns, ihr... Wow, da kommt sogar noch einer raus. Einfach ihr Recht auf das Spiel und Mario und alles. Das hat die ein bisschen angepimmelt, muss man sagen. Aber gut, egal. So, ne, hier sind noch Münzen. Nice. Doch ein bisschen mehr, als ich dachte. 82 ist vollkommen in Ordnung. Dann werde ich mich jetzt mal auf die Insel rüberschießen und von dort aus mit der Kanone... Also erstmal die rote Münze sammeln, ist klar und so. Oh Gott, lenkt das leicht. Das war schon immer so. Ich dachte, ich gehe daneben. Ich dachte wirklich eiskalt, ich würde daneben springen. So. Da unten erscheint der Stern für die 100 Nicht-Münzen. Nein, für die 8 roten Münzen. Und ich möchte aber noch ein paar Münzen mitnehmen, indem ich da jetzt runterfliege. Wahrscheinlich... fliege ich am besten nicht mit der Kanone, sondern einfach mit dem Dreisprung. Ach, worse. It's worth. Machen wir einfach mit der Kanone. Nothing can happen. Komm schon. Und zack, Mann. Okay, 95. Das ist in Ordnung. Autsch, tut ein bisschen weh. Aber 5 Münzen kann man uns an den Gegnern hier noch locker holen. Voll weggekickt. 1... Komm schon. Bitte. 2. Kamera will sich nicht drehen lassen. 3. Komm schon. So, die Goombas haben wir nicht alle besiegt, oder? Ich meine... Ah, nee. Nur den hier noch nicht. Okay. So, und eine noch. Die holen wir uns dann an den Bob-Omb hier drüben. Hier drüben. Nein, ist ja schon hochgegangen. Sondern gibt es den 100-Münzen-Stern und den kann man bitte zuerst einsammeln, weil da wird nur gefragt, ob man speichern möchte und der Kurs wird nicht beendet. Sprich, man kann 2 Sterne holen, wenn man die 100 Münzen mit den 8 roten Münzen kombiniert. Und jetzt möchte ich mal lieber schnell die Flügelmütze hier, das ist die Flügelkappe, resetten. Da geht es nämlich schon weg, denn ich möchte zum Stern fliegen. So, sollte hier gerade so von der Höhe drin sein. Ja, nice. Hey, ich hab gefailt. Mal schauen. Geil. Voll verkackt. Nice. Okay, entschuldigt dieses Rumgealber, aber gut. Jetzt haben wir 13 Sterne und das ist nicht Freitag der 13. oder was ähnlich Unlustiges. Nein, nein. Ich habe einfach mal heute am 22.04. die beiden Parts aufgenommen. Ich glaube, mehr als 2 werde ich auch jetzt nicht mehr machen, weil der erste kommt erst morgen online. Ich habe mich schon getweetet. Achso, es fehlt noch ein Stern hier, genau. Und zwar, ich wollte eigentlich den ersten Part schon für 16 Uhr hochgeladen haben. Der Upload hat sich nur leider bei 5% aufgehangen. Und ich dachte einfach mal, es lädt bestimmt weiter hoch. Es hat sich aufgehangen. Als ich online kam, habe ich auf Twitter auch schon quasi einen Screenshot so getweetet. Erstmal, mir wurde mal wieder der Tag Kevin empfohlen für meine Videos. Kann ich sowieso nicht nachvollziehen, was alle Welt mit diesem Tag hat oder mit diesem Namen. Ich meine, selbst YouTube sagt Kevin. What the fuck? Und ja, es stand, ich müsste 15.000 Minuten hochladen für den ersten Part. Da dachte ich so,
Okay, lädst den ersten Part am Donnerstag hoch. Ist zwar ein bisschen blöd, weil dann wieder ein paar Tage nichts kam, aber dafür bin ich jetzt aktuell wieder im Vorproduzieren, wenn ich Part 1 quasi noch nicht hochgeladen habe, aber jetzt hier schon Part 3 aufnehme. Kann man sagen, ich bin wieder so ein bisschen dabei mit der Aktivität. Ich hoffe, das bleibt auch so. Nach Super Mario 64 mal gucken, was da so kommt. Ich denke mal noch ein kurzes Projekt. Ich habe da auch einen guten Vorschlag von einem Klassenkameraden ehemaligen bekommen, dem Nils. Und ja, da mal gucken, ob wir das nicht sogar vielleicht machen können. Und nice, im First Try. Man muss mich einfach durch alle 5 Ringe durchfliegen. Und ja, also immer durch den mittleren, durch die mittlere Münze. Und dann, oh, das war ja mega cool, Alter. Also gut, lief dieser Stern noch nie, ey. Das war ja bester Mann. Wow. Das war cool. Ich fliege alle Münzen ringen. Ringe. Okay, wäre geschafft. 14 Sterne haben wir. Also ich glaube, wir schaffen in diesem Kurs doch noch ein bisschen was von Wurms Wuchtwall. Die 100 Münzen und 8 roten Münzen sind dort sogar fast noch schneller zu finden. Ich habe da zwar wenig Lust drauf, aber... Naja, die anderen Sterne haben wir soweit schon fast alle, weil ich werde jetzt einfach mal... die anderen vorziehen. Wir werden quasi jetzt die 8 roten Münzen auf den letzten Sternen des Parts schieben, würde ich mal sagen. Weil die sind ja eigentlich jetzt schon dran. Aber wir holen jetzt erstmal Stern Nummer 6 und 5. Und das ist relativ simpel. Also Stern Nummer 6 ist der simpelste eigentlich im ganzen Kurs. Ich weiß, da kann man jetzt sagen, was man möchte. Es gibt auch simpleres. Aber Stern Nummer 6 ist auch relativ simpel, wenn man weiß, wo er sich befindet. Und zwar heißt dieser durchbricht die unsichtbare Wand oder durchbricht die Wand. Guck mal, da oben ist ein Ansatz von Riss. Das sieht man nicht wirklich. Da muss man erstmal drauf kommen. Man muss sich einfach mit der Kanone mal gegenschießen. Und dann ist dort der Stern. Wir könnten jetzt hochgehen und dann versuchen uns da reinzuseilen, abzuseilen, wie auch immer. Ich mach's mal ganz risky mit der Kanone und schieße mich hin. Wenn ich den Stern verfehle, dann bin ich, glaube ich, tot, weil dann fliege ich out of map. Aber ich denke mal, ich sollte das Ding schon treffen. Oder? Ja, das reicht. Fast. Okay. Worst case... Nein, Quatsch. Aller guten Dinge sind 3, sagt man. Also, das war jetzt der erste Versuch beim Schießen. 3-mal Kanone insgesamt für diesen Part, also für Wurms Wuchtwall. Sollte passen. Gut, das war doch schön, der Winkel. Ja, ja. Ich bin immer ein bisschen stolz. Der letzte Stern war ja mega perfekt. Also, das war schon... Weltrekord verdächtig, ne? Zerstöre die Felswand, so heißt das Ganze. Da könnte man natürlich jetzt dran denken, wir haben doch vorhin eine Wand kaputt gehauen, um ein Leben zu bekommen. Irgendwie, dass es das damit zu tun hat, könnte man denken. Ist halt nicht der Fall, aber eigentlich wäre es ein bisschen obvious. Und gut, da machen wir jetzt noch einen weiteren Stern, und zwar müssen wir erstmal die Eule wecken. Heißt auch, wecke die Eule das Ganze. Wer ist da? Wer hat mich geweckt? Eigentlich sollte ich um diese Tageszeit schlafen. Aber da du mich schon geweckt hast, wie wäre es dann mit einem kleinen Rundflug um die Burg? Befinde ich mich direkt über dir, springe und halte den Sprungknopf gedrückt. Lass ihn los, um wieder zu frei zu sein. Ich transportiere dich, solange es meine Kraft zulässt. Beobachte meinen Schatten, um dich zu orientieren. Jetzt kommt eine richtig schöne Melodie. Oh, nee, die ändert sich auch nur in Mario, Super Mario 64 DS. Okay, fail, das war falsch in meinem Kopf. So, und dann müssen wir uns halt hier reinfallen lassen. Das ist im Original hier ein bisschen schwerer als beim DS-Titel, aber auch machbar. So, also hätten wir doch dann den Stern und es bleiben noch die 8 roten Münzen plus die 100 Münzen. Ich glaube, das sollte in dem Part noch primär reingehen. Wecke die Eule. Ja, Kurs 2, Stern Nummer 5 wäre damit auch geschafft. Also wir gehen hier wirklich schnell ab. Das ist auch kein direktes Story-Let's Play. An sich möchte ich ja Spiele schon mit euch durchspielen und nicht nur Off-Topic-Videos hochladen. Also jetzt Trash-Games oder sonstiges. Kann man einmal die Woche oder so auch machen. Ich habe da schon mal drüber nachgedacht. So, tschüss. Aber an sich, mein Kanal basiert ja schon auf normalen Let's Plays, Story-Let's Plays oder so. Aber Super Mario 64 muss sagen, das kann man ja auch einfach mal schauen, wenn man Bock hat. Das ist nicht so direkt Story-relevant. Das finde ich auch super, weil vielleicht gefällt es euch auch. Ich kann es jetzt wirklich nicht... beurteilen. Ich meine, der erste Part ist noch nicht hochgeladen, aber ich denke mal, solange es eine Handvoll schaut, ja, und das tun sie mindestens eine Handvoll. Ich meine, bei 800... Ah, es wird knapp. Autsch. Bei 800 Abonnenten, bald 900, schon echt cool übrigens. Ja, da ist es klar, dass mindestens mal 5 Leute das schauen und das reicht mir bald schon. Klar, das war knapp. Ja, klar werden es mehr als 5 sein, da bin ich mir sicher und das freut mich dementsprechend natürlich noch mehr, aber darüber brauche ich jetzt auch gar nicht reden, das ist so ein Thema. Ich rede nicht so gerne über meine Views oder sonstige Statistiken YouTube bezüglich, weil es klingt immer alles so, als würde man total drauf abgeilen. Ich sage immer gerne, man sagt ja Fame geil oder sowas oder Abo geil und ich finde, es klingt immer so danach und das möchte ich überhaupt... Na, ich habe schon wieder meinen Popschutz weggehauen. Ich habe mir die Haare aus dem Gesicht gestrichen, müsst ihr wissen und dann muss ich hier meine Hand wieder in den Controller anlegen und dann... komme ich gerade irgendwie ganz weg in den Popschutz. Wow. Also ich habe ja längere Haare von den Kerl, muss ich wieder betonen.
Und das sieht man ja auch immer im Avatar. Und ja, ja, die waren mir kurz irgendwie so ein bisschen ungünstig im Gesicht platziert, gelegen, wie auch immer. Naja, egal. Worst case, sage ich dazu. Münze, bleib bitte hier. Wow, what? Münze, hier bleiben, danke. So, na, das sollte noch in den Part prima reinpassen. Dann wird der Part vielleicht eine Minute kürzer oder zwei, ich weiß es nicht. Weil hier sind halt die Münzen relativ flott getan. Wie ihr seht, wir haben schon 55 und dazu erst zwei rote. Aber die roten sind auch nicht gerade versteckt. Eine zum Beispiel ist hier. Die ist im Super Muffin 60, der ist nicht mehr hier. Okay, das schaffe ich gerade so nicht. Nochmal ein Dreisprung bitte. Dankeschön. Da da da. Ba ba ba. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Da 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 da. Ich muss jetzt Münzen sammeln. Na na na. Und zack. So, hier ist eine rote. Plus natürlich für eine Piranha-Pflanze eine blaue Supi. Dann hier ist noch eine rote. Plus eine blaue. Ach ja, hier kriegt man so schnell schön viele Münzen. Das ist echt gut. Das ist echt angenehm. So, hier schön drüber laufen. Hier, die fallen übrigens runter. Da muss man schnell drüber laufen. Ich kann jetzt entweder mit einem... Achso, die spawnen. Ich wollte gerade sagen, mit einem Weitsprung rüber oder eben an der Wand entlang schleichen. Aber so geht es natürlich auch. So, hier in der Mitte warten. Na, da muss man natürlich in die Mitte gehen, weil sonst wird man ja runtergeschubst, wenn man außen stehen bleibt. Da, zack, wäre man runter. Ich warte aber jetzt drauf, dass ich nochmal einmal außenrum mitfahren darf. Denn die rote Münze, genau. Und das gibt sogar ein One-Up, das ich aber jetzt eigentlich mal ignorieren möchte. So, hi. Auf deren Rücken kann man auch ganz viel farmen. Entweder springt man normal rum und holt die Münzen einzeln raus oder man macht... Fail. Man macht... Ich glaube, man kann 10 Münzen mit diesem Rumgehüpfe machen. Also, nee. Man kriegt einfach nur Bonusmünzen, weil man in der Stampfattacke kriegt man die halt an sich down, habt ihr ja gesehen. Gerade. Und ja, da geben sie nochmal Münzen. Also man kann durch extra Sprünge nochmal extra Münzen rausholen und dann mit einer Stampfattacke die feste Summe an. Ich glaube 5 oder 6 Münzen waren das jetzt. Ah, fail. Okay. Ach, das geht voll schnell hier. Also wir haben in diesem Part bestimmt noch ein, zwei andere Sterne, die wir schaffen. Neben dem 8 roten Münzen und den 100 Münzen. Ich meine, komm schon. Es fehlen noch 2 rote und die sind hier drüben. Und da sind auch noch genug normale Münzen. Ich meine, rote Münze zählt ja auch wie 2 Münzen. So. Nice, wir sind tot. Wir schaffen in diesem, Part doch nur noch die 100 Münzen plus roten Münzen. Wieso habe ich da nicht aufgepasst? Das ärgert mich gerade so ein bisschen. Wobei, ich muss ja auch eine Minute schneiden oder so. Es passt doch. Normale Länge, würde ich sagen, wird es. Die 8 roten Münzen holen wir uns in einem Part auf jeden Fall noch. Also, das ist jetzt wirklich nicht zu viel verlangt. Das geht ja verdammt flott. Zack. So, hier schon mal 5. Ah, nur das, bis die Pflanzen endlich mal eingehen. Das ist ein bisschen zu lang, würde ich sagen. Das könnte ein bisschen schneller gehen. Ich habe gerade 5-mal A gedrückt und davon haben 2-mal gefühlt reagiert. Ich drücke jetzt A immer ein bisschen energischer, mal jetzt so für mich selbst. Weil ich glaube, der Button lässt so langsam, ne, nach. Und dabei habe ich den Controller nicht so lange, das ist voll traurig. Was mache ich denn dann ohne den Controller? Also, ne? Mittlerweile so einen richtig originalen Xbox-Kabel-Controller zu kriegen, kostet ja eine Milliarde gefühlt. Also, das hier ist ein Nachgemachter. Und dementsprechend lässt er auch gerade irgendwie schneller nach. Aber dafür war der echt billig. Ich glaube, 10 bis 15 Euro. Da kann ich mich nicht drüber beschweren. Immerhin kann ich damit Let's Playen und das ist doch schon mal supi, ne? Sonst mache ich eben PC-Spiele, also Horrorzeug. Da habe ich sowieso überlegt, ob ich jetzt die Facecam anmache. Bin ich ein bisschen unschlüssig, ich glaube eher nicht, aber trotzdem könnten wir ja schon Horrorspiele spielen. Ich meine, die Qualität ist seit damals so viel besser und ich erschrecke mich ja dennoch. Ich meine, ich werde ja spätestens die Maus wegziehen, wenn ich mich erschrecke, also total zusammenzucken, dass man es auch in-game an der Kamera erkennen kann. Weil man ja, also ich rede jetzt von Ego-Perspektiven Horrorspielen, ne? Damit ihr so wisst, was ich meine, so Outlast oder sonstiges und da haben wir ja quasi Ego-Perspektive, aus der ich dann rauszucke, sag ich mal, weil ich ja woanders hinschaue. Komm, wir gehen mal ein bisschen schneller hoch hier. Da kann ich euch auch was zeigen. Hier. So. Und dann können wir quasi einfach mal ein bisschen backtracken. Also laufen wir von der Seite hier rüber und holen uns die ganzen Münzen. Ich weiß nicht, ich glaube, es geht nicht direkt schneller, aber man kann es gemacht haben. So. Ich pfeife jetzt mal auf die gelben Münzen dort auf dem Steg, weil ich möchte da jetzt ungern runterfallen und... Es sind ja eh genug Münzen in diesem Kurs. So, die habe ich auch umgehauen, ohne dass ich sie wirklich getroffen habe. Nice. 77, ganz ordentlich.
Ja, wobei hole ich sie mir doch gerade, wenn ich hier rüberlaufe. Ah, fail. Nice. Gut, ich gehe wieder den Weg mit dem Dreisprung. Der ist mir dann doch ein bisschen angenehmer. Da-da-dam. Ba-da-bam. Ba-da-dam. Da-da-dam. Da-d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 a